Moin Moin und Tag gesagt. Herzlich willkommen zum dritten Teil des Koi-Teich-Videos. Ja, und das ist mein Sohn, der mir aktiv mitgeholfen hat bei den Betonarbeiten. Das hat er zum ersten Mal gemacht. Fand ich super. Vielen Dank, mein Großer. Ja, und das sind die Entwässerungsleitungen des späteren Filterkellers. Jede Filterkammer kriegt so eine Entwässerungsstelle mit einem Standort drin. Und das ist jetzt von der anderen Seite für den Trommelfilter, und zwar links ist das Abwasserrohr, dann kommt der Skimmer und die beiden Bodenabläufe, die gehen auf den Trommelfilter, durch den Trommelfilter durch, und der geht dann in die einzelnen Filterkammern, das was wir zuvor gesehen haben. Ja, und das ist das linke große Rohr, das ist ein Brunnen, der da noch vorhanden war, den habe ich natürlich weiter genutzt und den werde ich zum Befüllen oder Nachfüllen von Wasser verwenden. Super, oder? Moin Moin, heute ist Zeit für Beton. Das heißt, Mitte Juni, 19. Juni ist heute, und da werden wir heute mal die Filterkammer, der Boden, betonieren. Ich zeige euch mal, was ich vorhab, und dann geht's los. Das wird heute anstrengend bei der Hitze. Der Hänger steht bereit mit 0,16er Rheinkies, beste Qualität, frisch vom Kieswerk geholt. Und er darf jetzt da rein mit ein bisschen Zement und Wasser. Die Schaltafeln habe ich ausgelegt, um mit dem Schubkarren den Beton an die Stelle zu fahren, wo ich ihn brauche. Ja, und da haben wir betoniert. Vielen Dank nochmal, Papa, dass du mir da geholfen hast. Zu zweit geht auch vieles einfacher. Er hat schön abgezogen, wurde wunderbar gerad, wieder über die Schalung, und so konnten wir das an einem guten Halb-Dreiviertel-Tag die Sache schön betonieren. Hat gut geklappt. Wichtig ist, dass die Schalung gerade ist, dass man gut verdichtet, und dann kann man den einbringen und kann dann drüber abziehen. Das klappt wirklich hervorragend. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. 3 Wochen später ungefähr. Die Wände wurden gestellt, also die Steine hingestellt mit den horizontalen und vertikalen Eisen. Und das ist jetzt ungefähr die Endhöhe. Also ich habe nun mal in der Flachzone 4 Steinreihen, 80 cm. Diese eine Steinreihe in der Mitte kommt weg. Die oberste, die war mal testweise nur darin. Und das ist der Filterbereich. Hinten sind die 4 Kammern, das hintere ist die Pumpenkammer, davor die 3 Filterkammern, und hier kommt der Trommelfilter hin, der dann vor den Filterkammern die dann bespeist. Die Wände sind soweit fertig, und jetzt gucken wir mal in den Teich. Und da sieht man jetzt, das ist der Flachwasserbereich. Und da meine Steine so eine tolle Nut haben, nur Sichtnut, und ich die nicht gebrauchen kann, muss ich die jetzt irgendwie verputzen. Das ist der zweite Rücklauf und ist auch bündig eingebaut, das habe ich vorher ausgeflext. Und das sind die Schalungen für die Ecken, die abgeschrägt werden, um eine bessere Strömung zu bekommen. 20 cm breite Holzbretter habe ich mir da gesägt, und die müssen aber noch besser verstärkt werden, weil das hält sonst nicht, habe ich festgestellt. Jo, und von außen habe ich dann mit Armierungskleber noch eine 40 mm Styrodurdämmung aufgeklebt. Insbesondere weil es ein Hochteich ist, das sollte man aber grundsätzlich machen. Und das sind die Schalungen für die Eckschrägen, für eine bessere Strömung. Da habe ich die Kanthölzer verstärkt gegen die Gegenwand abgestützt und auch ein Kantholz an die Bretter an sich gebracht, um die Stabilität zu gewährleisten, weil da doch schon ein Druck herrscht beim Betonieren. Und anschließend wurden dann die Wände verputzt, um eine gleichmäßige, glatte Oberfläche zu erhalten. Der Beton, die Übergänge müssen ein bisschen geglättet werden. Das sieht man hier ganz gut. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, eine Folie drüber zu legen über die gesamte Baustelle als Sonnen- und Regenschutz, weil ich jetzt auch bald an die Abdichtung komme. Und hier sieht man jetzt, wie ich die Bodenphase gemacht habe. Das ist einfach Trasszement gemischt mit Rheinsand 02 mit einer kleinen Kelle ungefähr 45 Grad aufgetragen, antrocknen lassen und dann mit einem Pinsel und Wasser vorsichtig abgerieben. Das hat sehr gut geklappt, kann ich nur jedem empfehlen. Super. Und das wäre es dann jetzt auch soweit für heute.
Bist du noch wach? Ja. Gute Nacht, John Boy.